Ein herzliches Willkommen, ihr Modern Consumer und ihr FIFA-Zocker da draußen. Ich bin's, Basti, und wir sind jetzt im dritten Part meiner Skill-Challenge-Reihe hier bei EA noch direkt vor Ort. Jetzt geht's weiter mit den fortgeschrittenen Dribblings und ich bin jetzt bei Barcelona angekommen und habe jetzt einfach mal Messi genommen, den Messias im Fußball. Der muss ja auch mal hier drankommen und das macht er jetzt in diesem Part. Ich bin mal gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Ich weiß, im letzten Part, das eine habe ich nicht komplett durchgemacht, da habe ich bei Gold abgebrochen. Das hat mir auch erstmal gereicht. Ich weiß, war bedient, habe eine Runde geheult hier in der Halle und dann habe ich mich wieder rangesetzt und jetzt geht's weiter. Ja, gucken wir mal an, was es hier jetzt gibt. Manövriere möglichst schnell durch die Tore, um mehr Punkte zu erzielen, bist du zum langsam, erwischen dich die Spielerfiguren und es gibt Punktabzüge. So, ich soll jetzt hier mit dem rechten Stick schnell dabei halten, RT, Ball treiben, RT plus LT heben. Da bin ich doch schon mal praktisch maximal überfordert, wenn ich das lese. So, Messi wieder hier, wahrscheinlich, wir wissen nicht, ob die Werte feine sind oder nicht. Halt mal, ich muss doch wieder dahin. Ja, ich soll doch hier so laufen, oder was? Ja, nee, ich hab noch keine Ahnung, was das soll und wo ich jetzt hier lang gehen muss. Ich glaube, ich muss jetzt hier so. Das ist jetzt mit LT, RT, ne? Das andere war jetzt einfach nur mit RT. Jetzt muss ich hier... Ah, jetzt darf ich nicht eingeholt werden, okay. Ich verstehe es jetzt auch. Das ist übrigens immer noch... Wie bei den anderen Videos, mein erster Versuch und es hat geklappt. Das muss man hier mal an der Stelle festhalten, ja. Ich weiß, alle anderen da draußen sind immer besser, die können das immer so gut und ich habe es halt auch aber im ersten geschafft. So, bei dieser Übung absolvierst du eine Spielerfigur ein Wettrennen, während du durch die Tore manövrierst. Du erhältst Punkte, wenn du ein Tor vor dem Spiel, vor der Spielfigur... Ja, okay, das gab es, glaube ich, genauso auch schon bei FIFA 14, deswegen habe ich das jetzt auch gar nicht mehr weiter durchgelesen. So, guck, ich krieg jetzt Punkte, weil dieses Männchen da hinten noch länger braucht. So, jetzt muss ich hier rum. Ah! Nein! Das ist daneben. So, da müssen wir nochmal hin. Holt das mich jetzt ein? Ja, das ist nämlich jetzt übelst schnell. Ja, das ist gelaufen. Aber ich hab's immerhin geschafft, hier anzukommen. Ja, also... Nochmal zweiter Versuch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da oben das Tor treffe. Wenn ich das Tor treffe, dann, wenn ich einfach so durchkomme, dann dürfte jetzt eigentlich nichts passieren. Guck mal, jetzt kann er mich gar nicht einholen. Der wird jetzt zwar richtig schnell, aber guck mal, der ist ja meilenweit hinter mir. Nein! Hier muss ich, glaube ich, RT drücken. Nimm ihn noch mit, Messi. Du musst jetzt vor ihm ankommen. Das ist ganz wichtig. Das könnte mein Sieg entscheiden. Nein, das reicht nicht. Es reicht nicht. Ist das krass. Das liegt alles daran, dass ich den Ball da hinten nicht mitgenommen habe. Über diese. Da muss der drüber springen und der Ball muss drunter durchkullern. Und ich weiß nicht, wie ich das mache. Die Reifen halten natürlich nochmal so ein bisschen auf. So, jetzt gibt das Figürchen da Gas. Ich verstehe es nicht. Vor allem kommt das kurz vor Schluss. Das heißt, ich habe schon wieder verkackt. Oh, nochmal machen. So. Letzter Versuch. Warte mal, ich muss... Muss ich da LT, RT loslassen? Oder was ist da los? Daneben. Jetzt kommen wieder diese doofen Reifen. Aber die sind da hinten. Nee, ich muss einfach mal Anlauf nehmen. Hier so... Ja, perfekt, jetzt hat er es geschafft. Messi drüber, durch, mehr Punkte kann man hier fast gar nicht kriegen. 6437. Gut, das sollte meine Freude sein. Mehr Freude brauche ich mich nicht. Versuche die Wände zu umdribbeln, die sich auf dich bewegen. Setze dazu seitliche Dribblings ein und du wirst einen großen Unterschied merken. Spiele den Torhüter aus und triff das Tor. Ich kann unglaublich gut lesen. So. Alter, das ist echt... Das ist wie auf einer Rolltreppe, wo du dann in die entgegengesetzte Richtung laufen willst. Ja, guck. Ja, bumm. Da liegt Messi. 8000 Punkte kannst du hier holen. Ja, theoretisch kommt man auch so durch, aber... Ja, im Prinzip auch nicht. Oh, das ist so ein Krampf. Das ist so ein Krampf, ich sag's euch. Für mich ist das ein Krampf. Bleib stehen. Nimm den Ball wieder mit. Messi wird weggeschoben. Ja, super.
Ich darf halt jetzt nicht, ich darf dabei nicht zu weit nach außen geraten, weil sonst habe ich halt einen unglaublichen Weg, aber das ist dann auch wiederum zu unsicher. Ja, so klappt's gerade, aber dann irgendwann kommt die Konzentration nicht mehr mit und dann ist es gelaufen meistens. Also wirklich eine nicht ganz so leichte. Nein! Oh, da fallen sie schon wieder hin. Das ist echt, also das ist echt eine ganz schön schwierige Sache hier. Das ist, also wer das zum ersten Mal spielt und gleich beim ersten Mal wunderbar schafft, der hat auf jeden Fall von mir Respekt verdient. Das ist auch immer an der Mittellinie. Und guck mal, wie weit das noch ist. Ich mach das doch so gerade. Ja gut, mit Messi geht das halt ganz gut. Und dann wird er halt, dann bleibt halt der Fuß da dran hängen. Ja, irgendwie habe ich es noch geschafft. Oh, es ist spannend, aber gleich werde ich wieder fallen. Nee, jetzt liegt Messi wieder. Sieht immer sehr bemitleidenswert aus, wenn Messi da so rumliegt. Aber was willst du machen? Oh, bumm. In jedem Fall der lustigste Part bis jetzt. Wenn einer aufs Maul fliegt, ist es immer lustig, oder? Was soll man machen? Was soll man machen? Ich kann nicht. Ich will einmal über die Mittellinie kommen. Ich hab's geschafft. Ja! Ich bin durch! Nein, jetzt bin ich. Noch nicht ganz durch. Nein, jetzt liegt Messi im Reifen. Bleib im. 9600 Punkte, ey, 400! Okay, das reicht mir für diese Übung. Ah ne, das hat schon gereicht anscheinend. Okay, das ist die nächste Übung. Ja, toll. Da muss man gleich auch von Anfang an gut mit Gas geben können. Ich nehm alles mit, was kommt. Da musst du eigentlich musst du für die Übung Balotelli nehmen. Er ruppt alles einfach um, ist doch scheißegal. Das ist doch scheißegal, was da alles ist. Oder Suarez, der beißt die Figuren da ab. Ja, aber wie soll ich den denn noch einholen? Ja. Nicht möglich an dieser Stelle. So, ja, schön, schönen Dank. Ja, da habe ich Glück gehabt. Ich gehe jetzt einfach mal weiter durch. Ja, und tschüss. Hä? Wie, was? Hä? Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von mir? Und tschüss. Hat das jetzt gezählt oder nicht? Komm, einen machen wir noch. Und dann... einen machen wir noch und dann... einen machen wir noch und dann... So... Ey, ich möchte jetzt mal vor dem hier hinten sein. Das muss doch klappen. Ja, ich hab's geschafft. Okay, jetzt kann man auch weitergehen. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Toll. Und dann war's das wieder. Ich soll in der Mitte durchgehen, oder was? Ja. Alles geschafft, ihr leckt mich mal am Arsch und ich bin hier einfach durch. So, der will auch nochmal bearbeitet werden. Bumm. Ja, aber was soll ich denn machen? Ja, den Ball verlieren, ne? Ja, 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 das willst du. Ja, toll, da ist schon wieder zu Ende. Warum auch immer, das reicht mir hier für dieses Ding. Das reicht mir hier echt. Übung wechseln. Wir gehen in die nächste Heber. Das war, welche war denn das jetzt? Das war die Skill-Challenge. Wir sind noch unter 10 Minuten, also ist noch alles gut. Heber. Bronze. Dafür nehmen wir... Komm, nehmen wir Neymar jetzt einfach mal. Hä? Neymar? Neymar. Okay. Ja, vielleicht sollte man vorher mal die Anleitung lesen. Einfach mit X. Also quasi die Flankentaste. So, immer zu den Spielern hin. Okay, ich soll die Spieler also treffen.
Für euch hat sich das sofort erklärt, für mich nicht. So, 1000 Punkte. Das sollte dann wahrscheinlich auch gleich beim ersten Mal geklappt haben. Ja, hat geklappt. So, bei dieser Übung solltest du versuchen, den Ball per Heber, blibblablub. Daneben. Also ich muss jetzt alle Tore wieder einmal treffen. Ja. Komm, nochmal neu. Nein, nochmal neu. Das war die falsche Taste. So, das sollte das Einfachste sein. Und da kommt der Nächste. Sehr schön. Neymar hat, glaube ich, 5 Sterne schwacher Fuß, ne? Damit sollte das wunderbar klappen. Hier, zack. Siehst du, wenn der Basti das einmal verstanden hat, dann klappt das auch. Jetzt könnte er... Ja, geht. Nein. Das war schon ein unglaubliches Pech, muss man sagen, oder? So, der kommt auch nicht an. Also nochmal ein Ding noch. Dann sollte er drin sein. Jetzt bopp, da drüber und rein. Perfekt. Perfekt. So muss das laufen. 4000 Punkte. Reicht auch gerade so aus für Silber. So, den Ballheber. Eigentlich genau das gleiche wieder. Jetzt hat man halt mehr Tore. Bewegliche Tore. Achso, und die Tore sind dann weg, oder was? Ja gut, machen wir einfach mal weiter. Ist das jetzt weg, das Tor einfach? Ich würde sagen, erstmal die unbeweglichen Tore, dann die beweglichen. Ja, wenn ich schon da nicht schaffe, dann wird es halt da auch nicht besser. So, das könnte doch jetzt mal klappen. Ja, der geht rein. 2 Minuten hat man Zeit, noch ein paar Versuche. So, hier kann ja nicht, der kann ja nicht daneben gehen. So, zack, dann ist auch noch das hintere frei. Oder das da. Einfach mal schießen. Klappt schon irgendwie. Nein! Latte! Ich glaub es nicht. Eins von beiden muss ich da treffen. Nein! Das kann ja nicht wahr sein! Da treffe ich genau den Pfosten von dem Ding. Das geht doch gar nicht. Oh, 7 Schüsse noch. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte man hier braucht. So, das kannst du nochmal machen hier. So, jetzt. Das muss jetzt eins nach dem anderen muss jetzt hier fallen. So, 1, das wollte ich zwar nicht treffen, aber ist mir jetzt auch egal. 2 Schüsse, 2 Treffer, perfekt. Oh, ein Kunstschuss, am allerfeinsten. So, der geht daneben komplett. Naja, gut, passiert. Aber wieso? Wieso? Komm, jetzt der, aber irgendwo muss er doch reingehen. Wenn nicht da, dann ins hintere und da ist er drin. 1000 Punkte. Der geht voll daneben. Ja. Man kann ja nicht alles haben im Leben. So. Aber ich muss doch den hier vorne wenigstens treffen. 8 Schüsse habe ich noch zur Verfügung. So. Nein, dann treffe ich die Wand. So, 7 für 4 Treffer. Er geht einfach weiter durch die Wand. Die Wand ist weg. So, da ist der drin. Perfekt. So, wie soll ich jetzt das vordere treffen? Das ist doch fast unmöglich für mich. Oder das hintere da. Das ist auch fast unmöglich. Ja, der geht immer zu weit links. Oh, ich dachte, ich treffe jetzt den einen noch durch Zufall. 4 Treffer. Nein, das war's. Jetzt müssen alle drin sein. Ist ja ganz klar. Oh, 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 oh. Nee. So weit geht das Ding noch nicht mal. Aber der kommt jetzt. Der kommt jetzt nicht. Oh, lächerlich. So, ich mache jetzt mal hier vorne den. Ja, guck mal, war doch ganz einfach, oder? Wieso nicht? Der könnte nicht reingehen, ja. Ich glaube, das da hinten wird halt ein Zufallstor sein. Aber hat jetzt leider nicht gereicht. Wir gehen jetzt nochmal hier hin. Heber haben wir jetzt auch. Ja, Gold. Wir sind jetzt schon wieder bei 11 Minuten, das reicht jetzt ja auch, oder 14 oder so. Reicht jetzt erstmal für den Part. Ich mache wahrscheinlich noch einen weiteren Part. Wenn ja, werdet ihr das sehen anhand von Video 5 von 6 oder 4 von 6 oder 4 von 5. Wir wissen es nicht, ich weiß es jetzt nicht, aber ihr wisst es, weil ihr seht es ja. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. FIFA 15, bei mir gibt es einige Videos. Guckt mal in meinen Kanal, abonniert mich und schaut rein in die anderen Videos, wenn es euch gefallen hat. Und lasst auch gerne einen Daumen oben da. Ich muss das mal ab und zu sagen, einfach nur, um euch dran zu erinnern. Manche wissen es und denken gar nicht dran, deswegen einfach mal so hier
dieser Hinweis. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer. Beides benutzen. Da. Muss ich den noch hier draußen halten? Nein. Da war es auch schon gelaufen. So, Ratchet. Da steht der halt 3 Minuten mehr.